So, jetzt kann es wirklich nicht mehr weit weg sein, denn hier sind sie schon angeschrieben. Über die Heidenhöhlen selber, zumindest bei denen, die ich jetzt besuche, da weiß man gar nicht so genau, woher die kommen, beziehungsweise wer die denn gegraben hat. Man weiß, dass sie immer mal wieder als Zufluchtsort genutzt wurden. Und vor circa 100 Jahren hat eine Familie ja so eine Art Museum draus gemacht und Eintritt verlangt, damit andere die Höhlen besichtigen können. Die Familie wurde dann vertrieben, weil die Stadt das nicht wollte. Aber sonst ist nicht viel mehr bekannt, außer dass sie eben in Sandstein gegraben wurden. Und ich muss sagen, ich bin jetzt richtig gespannt, denn ich habe schon 2-3 Bilder gesehen und ich freue mich jetzt, als ich die mal live sehen kann. Das müsste jeden Moment soweit sein. Also ich muss mich jetzt direkt oberhalb des Höhleneingangs befinden. Das heißt, einmal berg runter und einmal um die Kurve und dann bin ich hoffentlich beim Eingang. Hier sind schon die ersten Wände. Das sieht richtig stark aus. Hier sieht man noch richtig große Felsbrocken, die nicht aus Sandstein bestehen. Um die herum wurde natürlich mit der Zeit das Gestein weggespült. Krass. Also man erkennt schon, dass hier die Wände richtig aus Sandstein bestehen. Das heißt, oh, da erkenne ich doch schon eine riesengroße Sandsteinwand. Ich glaube, ich bin da. Schaut euch diese Wand mal an. Da vorne kann ich schon so etwas wie einen Eingang erkennen. Wow. Krass. Ihr glaubt gar nicht, wie riesig das hier ist. Wow.
Boah. Also eine Bank hat schon jemand vorbereitet. Richtig cool, hier ist wie so eine kleine Kuppel nochmal. Aber gar nicht so einfach herzukommen. Aha, und hier hat sich einer schon künstlerisch versucht. Überall hat irgendeiner was eingeritzt. Und schaut euch das mal an. Richtig gut gemacht. Richtig schöne Aussicht. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, der ganze Lärm, der dringt natürlich hier hoch und halt hier extrem laut, aber naja, dafür habe ich eine richtig coole Aussicht und es sieht richtig grandios aus. Und jetzt schaue ich mal, wo der Haupteingang ist, denn man muss noch richtig in den Berg rein können. Dazu muss ich aber erst hier wieder runter. Hier scheint es auch noch mal drei so Kuppeln zu geben. Eine hier vorne, eine in der Mitte und eine da hinten. Krass. So, was ist hier schon der Eingang zu einer Höhle? Nein, nur ein kleiner Raum. Und leider ein Haufen Dreck da drin. Das ist natürlich sehr schade. Okay. Ich habe jetzt endlich den Haupteingang gefunden. Bevor es für mich jetzt hier reingeht, werde ich mir meine Kopflampe anziehen und wahrscheinlich auch die Jacke nochmal, denn da drin ist es ziemlich frisch. Und ich will ja keine Erkältung oder sowas. Gut. Dann kann es jetzt losgehen. Okay. Schauen wir doch mal. So, hier ist der erste kleine Raum. Spielzimmer vielleicht, wer weiß. Dann geht es hier den Flur weiter entlang. Ein relativ hoher Flur. Ich kann hier locker stehen. Okay. Hier haben wir schon einen größeren Raum. Und hier sieht man auch Ruß an den Wänden und an der Decke. Sodass ich mal denke, dass hier irgendwie die Feuerstelle war. Da haben wir schon wieder etwas Leuchtung von draußen. Ja, das war's auch schon. Ich dachte ehrlich gesagt, die Höhle wäre ein bisschen größer. Also mehr Gänge. Aber es scheint wohl nur diesen großen Raum zu geben. Und dann die zwei kleinen im Gang. Trotzdem eine coole Sache.
Ja, das war auch schon die Höhle. Die war leider ein bisschen kleiner als gedacht. Aber das macht nichts, denn da hinten fängt es an zu gewittern. Ich werde jetzt noch ein bisschen auf die Bank sitzen und mir was zu essen machen, denn ich habe Kohldampf. So, das Wasser ist heiß. Noch etwas Pfeffer dazu. Kleine Prise Salz. Mahlzeit. Hab ich einen Kohldampf? Ja. Kann man essen. Also die Gegend hier ist richtig cool, mit den Sandsteinen, die überall so wie ausgewaschen aussehen. Das sieht richtig stark aus. Einziger Nachteil, es ist ziemlich nah an der Stadt, sodass man die ganzen Auto- und Stadtgeräusche hört. Das ist ein bisschen schade, aber mein Gott. Ja, ich mache mich jetzt langsam auf den Heimweg. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wäre schön, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei wärst. In diesem Sinne, ciao.